Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und wir haben einen Ausschnitt der aktuellen V-Jump-Scans diesen Monats, und zwar einen Ausschnitt für Dokkan. Und hier haben wir natürlich erstmal schon an jeden, der beteiligt ist, als Series etc. Wir haben hier den nächsten Dokkan-Fessel-Charakter für die japanische Version. Und ihr seht es schon, es ist kein anderer als ein neuer Goku Black. Das Bild an sich ist sehr unscharf, Freunde. Das ist nur ein Ausschnitt von den V-Jump-Scans. Die V-Jump-Scans sollten eigentlich die Tage noch kommen oder die nächsten Stunden, die ganze Information dazu. Aber da sind schon ein paar Infos und Details durchgesickert, nicht nur zu Dokkan, sage ich auch zu anderen Spielen, die würde ich einfach gerne mal ganz kurz in dem Video hier zusammensammeln und ja, damit wir das Ganze hier auf jeden Fall parat haben, denn wir haben auch Infos zu Dragon Ball Heroes, Xenoverse etc. etc. Aber wie gesagt, nächster Dokkan-Fessel-Charakter für die japanische Version wird sein ein neuer Goku Black. Auf der rechten Seite sollte seine SR-Stufe sein, so wie er droppt, auf der linken Seite dann seine TOR-Version und er wird vom Namen, also er wird höchstwahrscheinlich vom Namen heißen Goku Black, denn das sollte auch quasi, da sollte eine Stage 3 zum aktuellen physisch Goku Black Event hinzukommen. Da wird man dann quasi in der Lage sein, die Medaille für diesen neuen Goku Black zu farmen. Aber dieser Goku Black, im Hintergrund seht ihr schon Rosé, dieser Goku Black wird die Chance haben, sich zu Goku Black Rosé im Kampf zu transformieren. Heißt, er hat eine Transformationsmechanik unter speziellen Bedingungen, die wir noch nicht wissen, wird er sich im Kampf, wie gesagt, zu Rosé transformieren. Und das Artwork an sich ist zwar ein bisschen unscharf, aber es sieht schon mal sehr, sehr godlike aus an der Stelle, Freunde. Wir wissen nicht allzu viel von ihm. Wir wissen, wie gesagt, sein Artwork hier an der Stelle und dass er vom Extreme Int-Typus ist. Wann schätze ich ein, dass er kommt? Damit wir das auch mal zusammenfassen, weil wir bewegen uns ja demnächst zum Film hinzu, zum Dragon Ball Super Broly Film, der am 14. Dezember öffentlich in den japanischen Kinosälen kommt und wir dann eben auch stark vermuten, dass in dem Zeitraum, weil wir haben auch aus dem Leaker-Team Dokkaner zum Beispiel, Shoutout an sie, dass wir quasi demnächst eine große Celebration auf beiden Versionen haben werden, auf Global und JP, und das sollte höchstwahrscheinlich die Celebration zu dem Dragon Ball Super Broly Film sein. Heißt, wir haben jetzt Mitte November, Goku Black Rosé schätze ich ein mit den Dragon Ball Heroes Charakteren. Die Dragon Ball Heroes Charaktere sollten nächste Woche kommen. Rosé könnte, oder Goku Black an der Stelle, könnte eventuell auch nächste Woche kommen, aber auch eigentlich Ende Dezember. Ende Dezember spätestens, warum? Denn so ein Dokkan-Festival ist immer 3 Wochen online. Und nach 3 Wochen hätten wir dann genau eben so 14. Dezember, Ende Dezember, sowohl als Global mit der aktuellen Celebration, der Thank You Celebration, als auch auf JP, würden dann quasi 2 Dokkan-Festival-Units aufgehen, beziehungsweise Celebration enden. Und die neue könnte dann anfangen wegen dem Dragon Ball Super Broly-Film, Freunde. Und ja, auf JP wird es natürlich jetzt schwer, denn dieser Goku Black, wir wissen zu ihm zwar nichts, aber ich kann mir sehr viel gut vorstellen, dass Goku Black ein Hype-Charakter ist und ihr müsst da trotzdem bedenken, dass auf beiden Versionen etwas zum Dragon Ball Super Broly Film kommen sollte, Freunde, Mitte Dezember. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall das in Anbetracht ziehen und vielleicht in JP auch nicht so viele Stones verschwenden für Goku Black für den neuen, falls, also wenn er kommen sollte, besser gesagt. So viel zu Goku Black, Freunde. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was denkt ihr, was wird sein Leader Skill sein? Keine Ahnung, die könnten wirklich sehr, sehr viel mit ihm machen, aber die Karte wird auf jeden Fall ein sehr guter Buff an der Stelle für Realm of Gods Team, für Future Team, für Potara Team, weil wir haben ja eigentlich einen Goku Black, das ist der physische Goku Black, aber der ist schon outdated und der wird jetzt quasi von dem ersetzt, weil er denselben Namen haben sollte, und dann werden die Teams auf jeden Fall einen guten Buff bekommen, denke ich und hoffe ich stark. Lasst mich auf jeden Fall wissen, welchen Leader Skill hat oder wird eurer Meinung nach dieser Goku Black bekommen. Ich kann dir ohne Spaß, ich weiß warum, ich kann dir keine Prediction geben. Ich denke, es wird ein komplett neuer Leader Skill, von dem wir nichts erwarten. So, out of nowhere. Aber wie gesagt, wenn ich mal ganz kurz auf die anderen Sachen eingehen darf, Freunde. Wir haben auf JP eine Vorbereitung auf die Version 4.0.1. Das sollte auch demnächst vorhanden gehen. Da werden gewisse Sachen hinzukommen. Beispielsweise können wir einen Charakter von seinem Charakterdetails direkt aus zum Training gehen, zum Hidden Potential System etc. Wenn das Ganze online kommt auf JP, werden wir es genau ansehen. Man kann direkt bei einem Dokkan Awaken Seite direkt auf die Medaillen springen, direkt auf das Event springen, sofern das Event natürlich online ist, so wie das hier gezeigt wird. Man kann die Charaktere hier filtern. Also, ich sag mal so, bei einer Filterfunktion kommen andere Sachen hinzu. Man kann Charakteren eigenen Tag geben, heißt, ihr könnt quasi einen eigenen Namen benennen für ein eigenes Tag und dort könnt ihr Charaktere reinpacken, indem ihr quasi die Charaktere zu eurem eigenen Tag hinzufügen wollt. Also haben wir quasi hier die Wahl, uns eigene Tags oder eigene Sektionen zu kreieren und dort eigene Charaktere reinzupacken. Jetzt, guck mal, zum Sortieren sieht das doch sehr schön aus an der Stelle. Außerdem gibt es jetzt eine Suchleiste auf JP vorerst nur, Freunde. Wir reden gerade nur von JP. Das sollte auch früher oder später auf Global kommen. Auf JP können wir dann Charaktere suchen, je nach Linkskill etc. oder whatever. Da hat der GT reingeschrieben. Haben sie wahrscheinlich im Namenzusatz GT gehabt, die Charaktere, die da drin waren. Das Ding ist auf JP, man muss halt auf Japanisch schreiben. Also die Global-Spiele, die JP spielen, die werden davon wahrscheinlich nicht allzu viel haben. Es sei denn, das Ding
Erkennt auch englische Wörter. Aber ja. Und dann gibt es auch oben rechts zu JP wird hinzukommen, der Roboter vom Pan. Ich habe den Namen vergessen, aber dieser wird uns aktuell anzeigen, welche Free-to-Play-Charaktere man farmen kann. So daily, da kann man direkt drauf gehen, ansehen, was da drauf hat und direkt auf die Stage hoppen und so weiter und so fort, Freunde. So viel zum Japanisch für so ein erstmal. Dann hatten wir auch noch die Tage Dragon Ball Heroes News, beziehungsweise nicht News. Wir hatten ja vor zwei Wochen, dass neue Dragon Ball Heroes Charaktere zu der japanischen Version kommen werden. Diese sollten nächste Woche kommen, Freunde, weil diese Woche kamen die Wifis, nächste Woche sollten die Dragon Ball Heroes Charaktere kommen. Sie wurden damals waren es aus den 4-Jump-Scans? Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls wurden sie für Mitte November angekündigt und wir sind ja jetzt demnächst Mitte November, Ende November. Also nächste Woche rechne ich stark, dass die Dragon Ball Heroes Charaktere, die neuen, für Dokkan Battle Japan kommen. Jedoch, Freunde, ist ja immer die Frage, kommen auch diese Dragon Ball Heroes Charaktere zu Global? Bis jetzt kamen sie nie, weil sie auf der globalen Seite im Westen nie lizenziert worden sind. Aber es gibt Hoffnung, Freunde. Denn das Game für die Switch, schaut an unser Boy Rhymestyle hier, das Game für die Switch, Dragon Ball Heroes World Mission, das ist quasi das Dragon Ball Heroes Spiel, einfach portiert mehr oder weniger auf eine Konsole, nämlich auf die Switch. Das wussten wir, das kommt auf die japanische Version. Da war die Frage, beziehungsweise für Japan kommt da das Spiel raus für Nintendo Switch. Da war eben aber die Frage, kommt das Ganze im Westen raus, sodass wir auch eine Chance haben, zum Beispiel, dass Heroes im Westen lizenziert wird. Die Chancen stehen gut, Freunde, denn gestern kam die News rein, dass quasi Dragon Ball Dragon Ball Heroes, das Spiel für die Switch, Dragon Ball Heroes World Missions, lokalisiert wird für Australien, aber auch für andere Länder. Darunter ist auch Deutschland gefallen. Also, Freunde, stehen die Chancen gut, dass früher oder später für die globale Version die Dragon Ball Heroes Charaktere kommen könnten, Freunde. Wir wissen es immer noch nicht, aber die Chancen stehen gut, um das mal zu sagen. So viel eigentlich zu den Informationen. Ich werde jetzt rüberspringen zu ein paar News, die durchgesickert sind, Freunde. Und das sind Xenoverse 2 News und das sind Spoiler wegen dem Dragon Ball Super Broly Film. Also hier ist ein Spoiler-Alarm. Falls ihr keine Spoiler zu dem Dragon Ball Super Broly Film haben wollt, dann schaltet jetzt weg. Und die noch da sind, GG. Weiter geht's. Und zwar haben wir an der Stelle, Freunde, schaut an Kenzairo, da wurde geleakt aus dem Artikel. Und das wussten wir auch schon, der Broly, Freunde, Broly, der wird Broly Super Saiyan Full Power heißen. Den Namen hatten wir schon von einer langen Zeit, dass das der offizielle Name ist für den neuen Broly im Dragon Ball Super Broly Film, beziehungsweise für seine Form hier. Es wird kein legendärer Broly oder so, also müsst ihr in Dokkan zum Beispiel keine Sorgen haben, dass sie nicht beide benutzen können, wenn die Charaktere rauskommen. Nämlich dieser wird Full Power Broly heißen. Zudem kamen aber noch weitere Informationen für Xenoverse, nämlich zu einem neuen Update, das im Winter kommen sollte. Und im Winter ist der Film, Freunde. Im Winter wird auf jedem Spiel, denke ich mal, mehr oder weniger zum Dragon Ball Super Film etwas abgehen, auch in Xenoverse. Da werden neue Stages hinzugefügt, zum Beispiel Tournament of Power Stage, Santa Outfit, Broly Week wird hinzukommen und so weiter und so fort. Und das Wichtige hier ist, was ich meinte mit dem Spoiler, da wird noch weitere Stuff hinzukommen. Eigentlich wissen wir das schon von den damaligen Leaks, nämlich, ich habe euch gewarnt, Freunde, Gogeta Blue. Gogeta Blue wurde nämlich in den Daten gefunden vor langer Zeit schon in Xenoverse 2. Und das ist nicht unüblich, Freunde, dass die Spiele eben sowas Großes spoilern, bevor das Ding überhaupt online kommt, also veröffentlicht wird, in den Kino sehen. In Dokkan wird das genauso sein. Also ihr müsst euch nicht wundern, wenn wir vorab schon die ganzen Informationen zu den Charakteren Spoiler auf Dokkan bekommen, bevor der Film überhaupt online ging. Die Premiere lief ja schon, also ja, wegen Spoiler muss man eh aufpassen an der Stelle. Aber wollte ich auf jeden Fall mir mal an der Stelle erwähnen, dass eben auch quasi, egal welches Spiel, was so mit Dragon Ball zu tun hat, mehr oder weniger, Legends haben wir noch gar keine Information, aber egal welches Spiel, mehr oder weniger, wir bewegen uns eben auf dem Film zu, Freunde. Und ich weiß, Goku Black ist zwar ein Hype-Charakter, aber, Freunde, wenn ihr euch vielleicht gedulden könnt, könnte man auf jeden Fall hier an der Stelle auch bei Goku Black sparen, weil ich bin mir sehr sicher, zum Dragon Ball Film Release zu der Celebration in Global und JP, das sollte zeitgleich kommen, wird sehr vieles losgehen. Und by the way, haben wir noch etwas zu Fighters hier an der Stelle. Fighters bekommt eine Deluxe Edition 31. Januar, which will all include all DLC. Okay, ne, Deluxe Edition, ja, mit allen DLCs und so. Also kommen Update, Fighters, Tenkaichi Budokai Game Mode, neue Game Mode, Z-Trophy und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, das sickern die ganze Zeit neue Informationen zu. Aus den aktuellen 4-Jump-Scans, mehr oder weniger, sollten das sein. Wir haben die ganzen Leaks noch nicht. Die sollten eigentlich entweder die Stunden kommen oder die Tage. Ich werde sie auf meinen Social Media Kanälen auf jeden Fall posten. Das mit Goku Black wird auf jeden Fall so schnell wie möglich raushauen, weil das, ich weiß, das ist Hype, aber soll auch vielleicht eine Warnung sein für die JP-Spieler, weil danach sollte der Dragon Ball Super Broly Film kommen.
Wir haben die ganze Zeit über JP geredet, in Global, Freunde, haben wir in einem Global-Video geredet, wann sollte denn Part 2 anfangen? Ich habe da in den Nachrichten was übersehen, als es in den Ingame-News dran stand, nämlich da steht schon bei den Special Mission Part 1 Mission dran, wann Part 2 anfängt, am 20.11. Ich habe aber eh schon einkalkuliert, dass zu Thanksgiving Part 2 losgehen sollte von der Thank You Celebration und dass wir da den nächsten Dukan-Festival-Charakter bekommen sollten für Global. Also werden wir für Global und JP zeitgleich einen Dukan-Festival-Charakter mehr oder weniger bekommen. Diese sollten 3 Wochen online sein und dann, Freunde, BOOM! Zum allerletzten Mal, ich glaube, die Message kam an. Dragon Ball Super Broly Film Celebration auf Globe und JP sollte dann Mitte Dezember losgehen, mehr oder weniger, Freunde. So viel zu den ganzen Informationen zum heutigen Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Hashtag Save Your Stones und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.